Hallo meine Lieben, heute gibt es richtig geniale Bandnudeln mit frischem Brokkoli, einer Champignon-Rahmsoße und ein Filet mit Serrano-Schinken, was einfach unglaublich lecker ist. Viel Spaß beim Video. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unseren Navigenio, den 4-Liter-Topf, den Seco-Quick und den Audiotherm habe ich hier zu meiner Linken. Rechts habe ich die große 28er Hotpan und den Audiotherm und ganz rechts habe ich die Sauteuse für die Soße. So von Lebensmitteln her haben wir hier 500 Gramm Schweinefilet, dann habe ich hier Serrano-Schinken, ein paar Stäbchen brauchen wir, Zahnstocher oder Grillspießchen, dann habe ich Creme Fraiche hier, ca. 200 Gramm, 100 Gramm Champignons, Brokkoli haben wir hier, 400 Gramm Nudeln haben wir, ca. 150 Milliliter Milch, 700 Milliliter Gemüsebrühe, ein Schuss Weißwein, Intenso, Pepper Trio und frische Petersilie haben wir noch. So, wir fangen an mit dem Braten. Da werden wir uns die Pfanne erstmal heiß machen, einfach auf einen Herd stellen. Ich habe hier 9 Stufen bei meinem Induktionsherd. Ich würde euch empfehlen, bei Induktion nicht unbedingt auf volle Pulle heiß zu machen, sondern eine Stufe weniger. Also ich gehe auf Stufe 8. Dann drücke ich einmal auf den Pieper drauf, damit er angeht. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann habe ich das Fleischsymbol und der ruft mich gleich, wenn ich die richtige Hitze habe. Wenn ihr euch gerade wundert, warum sieht das anders aus wie bei mir? Wir haben eine neue Generation. Jetzt braucht man nicht mehr drehen, sondern einfach nur drücken. Ja? Und wir werden uns das Fleisch jetzt fertig machen. Und zwar nehmen wir da die Sehnen ab und wickeln es schön ein in den Schinken. Der Pieper ruft, ich bin hier auch fertig. Hier müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Geht einfach runter mit der Temperatur. Von Stufe 8 würde ich auf Stufe 5 runtergehen. So könnt ihr nichts falsch machen, könnt es ganz in Ruhe machen. Die Pfanne wird nicht zu heiß dadurch. Und ja, meine Filets habe ich hier schon fertig. Irgendwie habe ich diesmal nur 5 Stücke rausbekommen. Vielleicht hat mir der Fleischer ein kleineres Stück gegeben. Also kann ich schon mal naschen zwischendurch. Gar nicht so schlecht. So, Fett brauchen wir nicht, brauche ich nicht sagen. Einfach nur mit der Seite in die Pfanne und alles richtig schön anbrutzeln. Oh, das duftet herrlich. So, die brutzeln jetzt an und in der Zeit können wir uns die Nudeln auch fertig machen. Und das ist halt auch super simpel. Einfach die Nudeln rein, das Wasser rein, auf Automatik. Eine Minute. Und jetzt geben wir uns den Brokkoli noch in die Pfanne rein. Ich habe extra kleine Röschen geschnitten, die brauchen einfach nicht lange dadurch. Ich will, dass sie noch richtig schön bissfest sind. Jetzt setze ich einen Deckel oben drauf und lasse das Ganze ziehen. Lass ruhig auf Stufe 5, da passiert nichts, das passt auf jeden Fall. So, die Nudeln werden auch bald fertig sein und in der Zeit können wir uns die Soße fertig machen. Und das ist eine super simple Soße, also macht die bitte auch anders, wenn ihr wollt. Hier geht es jetzt darum, es soll schnell, einfach, lecker sein und nicht ganz so viele Kalorien haben. Deswegen werden wir uns das Ganze ohne Butter machen, ein bisschen Knoblauch anschwitzen, mit Weißwein ablöschen, statt Sahnemilch nehmen. Der Pieper ruft, die Nudeln sind fertig. Ich mache alles aus und stelle mir das Ganze auch zur Seite. Jetzt kann ich hier unser Filet auch schon ausmachen.
Oben schraube ich einen Visiotherm ab, damit ein bisschen Wasserdampf entweichen kann. Und die Grundlage für die Soße habe ich, Knoblauch, ein bisschen Weißwein. Und jetzt gebe ich mir Creme Fraiche dazu, Gewürze und Stückchen für Stückchen die Milch. So, das Ganze lassen wir jetzt kurz ein, zwei Minuten köcheln. Ich schalte mal ein ganz bisschen runter und so einfach ist das Gericht fertig. Ja? Wir gucken uns mal das Filet an. So. Guck mal, sieht das nicht toll aus? Wie farbenfroh das ist. So, die Nudeln sind auch fertig. Da ganz bisschen abdampfen. So. Perfekt. Erwin, komm mal, guck's dir auch an. Die sind richtig schön al dente noch. Genauso soll es sein. Und jetzt warten wir ganz kurz, dass die Soße fertig ist. Und dann richten wir zusammen an. Ach, das ist so perfekt. Ist das saftig. Meine Lieben, ich habe da kein Salz rangegeben, ich habe es vergessen. Braucht man aber auch gar nicht viel. Wirklich, es ist wirklich Geschmack pur. Richtig lecker. Ganz, 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 ganz leicht rosa, so wie es sein soll. Jetzt probieren wir noch die Nudeln mit der Soße. Perfekt al dente. Cremig. Lecker. Brokkoli ist auch noch leicht bissfest, so wie er sein soll, nicht tot gekocht, lecker, schnell und einfach. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ja, besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle, wie Facebook und Instagram, da einfach Kochen mit AMC suchen, bei Facebook haben wir eine eigene Gruppe, da sind über 6000 Leute drin, da könnt ihr Rezepte teilen, könnt Fotos posten, wenn ihr was nachgekocht habt und bei Instagram sind wir noch unter Koch dich happy. Da seht ihr so im Blick hinter die Kulissen öfters, wie so ein Tag bei uns abläuft. Da machen wir auch öfters Umfragen, was wir als nächstes kochen sollen. Also da auch auf jeden Fall vorbeigucken. Und das Wichtigste ist natürlich die Rezepte-Community. Kochen mit amc.info. Geht da vorbei, weil da ist alles zusammengefasst. Das sind alle Rezepte von uns, aber auch eure Rezepte sind da drin. Also Wahnsinns-Community. Auch die App gibt es kostenlos im Play und im App Store. Da einfach mal vorbeigucken. Ja, bei euch im App Store oder Play Store. Wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.